Schorsch, Leute, und willkommen zum neuen Schorsch zum Sonntag. Heute am ersten Sonntag quasi, richtig im neuen Jahr, könnte man sagen. Ist ja auch der 7. von daher. Passt ja ganz gut. Jetzt nach, glaube ich, schon 2 Wochen das erste Mal wieder ein Schorsch zum Sonntag. Ist ja letztes Jahr ein bisschen doof gefallen mit Weihnachten, ne? Ich habe dann halt Neujahr gesagt, komm, ich lasse jetzt mal 5 gerade sein und habe keinen Schorsch zum Sonntag gemacht. Da habe ich tatsächlich einmal ausgelassen. Vor allem, weil Keks zu Besuch war und dann kam dies und jenes noch dazu und dann hatte ich nicht die Zeit dafür und auch nicht die Lust, wie ehrlich bin. Jetzt allerdings neues Jahr, neues Schorsch zum Sonntag und was soll ich groß erzählen? Was ist los und wieso? Es läuft aktuell alles super, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ihr seht jetzt auch mal gerade eine andere Perspektive, quasi tatsächlich, weil ich habe mir jetzt, das ist letzte Woche gewesen, da war ich mit Keks und Keso in Hamburg und war ich bei Saturn und habe mir dann für ein Event, was jetzt Samstag kommt, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, dafür brauchen wir das Ding nämlich, habe ich mir so einen dreibeinigen Kameratripod gekauft für 15 Euro oder so. So ein Billigding, sieht aus wie ein Alien. Deswegen, aber es ist ein super kleines Stativ, kann ich überall anbinden, kann ich auch die Beine drehen und alles, hast du nicht gesehen. Und dann, das ist jetzt nämlich Samstag, das ist hier, da ist Keks nämlich wieder hier, aus Gründen. Und da gibt's denn einen Monopoly-Livestream, ne? Aber in real, also ein Real-Monopoly-Livestream mit Kesu, Keks und mir. Und das kommt jetzt Samstag, solltet ihr absolut nicht verpassen. Ich denke, das wird mega fun. Das wird mega super. Das einmal. Dann, morgen werde ich mir höchstwahrscheinlich Stream frei nehmen, weil ich habe noch auf meiner Kamera noch ein Video, was ich noch drehen, was ich noch fertig machen muss. Da ist noch ein bisschen Editing zu tun. Um genau zu sein, sogar einiges an Editing. Vielleicht auch weniger. I don't know. Ich habe noch keine wirkliche Idee gehabt. Und, heute auf jeden Fall das Ende von Vanquish. Heute um 15 Uhr geht's los. Und im Anschluss, weil ich habe gesehen, Vanquish ist nur noch der letzte Akt. Sollte also nicht länger als 1-2 Stunden dauern. Dann gibt es, danach starte ich mal Undertale. Und ich will mal wissen, wie das denn jetzt ist. Ich will mir mal wirklich ein Bild davon machen. Hab mir bislang, ich sehe nur, dass meine Abo-Box voll ist damit. Aber, na okay, nicht voll, ist auch übertrieben. Aber ich weiß, Weehawk macht das gerade und Zui macht das gerade. Und dann habe ich gedacht so, was, Undertale? Ich dachte, dass der Hype wäre schon längst vorbei. Das war doch letztes Jahr irgendwann. Frühes letztes Jahr. Und, oder vorletztes schon? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall wollte ich mir das jetzt selber mal angucken und will mir jetzt selber mal ein Bild davon machen, wie es ist. Und bin mal gespannt. Also, es ist ja sehr gehypt immer noch. Hat auch eine riesen Fanbase. Und Leute, chillt, wenn ich Hilfe brauche, habe ich mehr als genug Leute, die ich da fragen kann. Eine ist direkt ein Zimmer weiter. So, chillt eure Basis. Das wird ein Casual Playthrough von Undertale. Das muss man ja leider sagen, weil sonst, ich habe es noch nie gespielt vorher. Ich habe mir auch nichts vorher davon angeguckt. Weil da kommen dann nachher, ich habe so die Angst, dass da nachher Leute kommen und mir eine Knarre an den Kopf halten. Weil ich irgendwie irgendwas falsch ausspreche oder so. Das, ich weiß nicht, so was ich immer nur höre, scheint immer eine sehr aggressive Fanbase zu sein. Im Gegensatz zu euch, das ist eine andere Sache. Deswegen, meine Patreons, das haben wir, bevor wir das hier nämlich vergessen, vielen Dank für euren ongoing Support. Auch wenn ich aktuell das mit den 12-Stunden-Livestream schon ewig nicht mehr gemacht habe, aber ich werde zusehen, dass es mal wieder zukommt. Aber das Problem ist, in letzter Zeit sind immer solche Events, so mit dem Ranked-Matches und jetzt diese Woche ist auch so ein kleines Event, sag ich mal. Von daher, ich werde zusehen, dass ich mir da wieder was einfallen lasse für so einen 12-Stunden-Stream. Das wird auch jetzt im Januar irgendwann fällig sein. Da werde ich auf jeden Fall sehen, weil es ist, glaube ich, schon 2 Monate überfällig, dass ich das mache. Und generell, Patreon muss ich auch mal wieder überarbeiten und mal vernünftig machen. Ich muss eine Menge Sachen überarbeiten, deswegen werde ich mir wahrscheinlich morgen da mal ein bisschen Zeit für nehmen, das machen und meine Alerts für Streams mal wieder ein bisschen aufpeppen, sag ich mal. Mal ein bisschen für Raids mal was einfallen lassen, weil aktuell ist das nur ein Standardding. Und für die Subs auf Twitch werde ich mir auch mal was einfallen lassen, dass das auch ein bisschen nach was aussieht, sag ich mal, und nicht so ein... Da ist es.
ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen morgen kein Stream, aber die restliche Woche dürfte eigentlich ganz normal laufen. Und sowieso jeden Tag kommt noch Wind Waker, das ist sowieso schon fertig aufgenommen. Und ich stehe vor dem ewig währenden, Programm, Problem. Was mache ich als nächstes? LP ich als nächstes? Werde ich mir noch was einfallen lassen? Ich habe mir immer was einfallen lassen bislang. Das war es auf jeden Fall soweit von meiner Seite. Jetzt heute vor meinem Tripod Jason Arm Alien Gedöns. Das Ding sieht aus wie ein fucking Alien, ich kann es nicht anders beschreiben. Aber es ist super effektiv, muss man sagen. Es hält meine Kamera, es steht hier auf meinem Tisch. Ist mal was Neues, habe ich mir gedacht. Man merkt erstmal, wie leer meine Wände sind. Weil fucking Raufasertapete ist ein Albtraum mit Tesafilm zu bekleben, da kann ich euch sagen. Es hat so viele Poster schon gefressen, aber dazu dann nochmal mehr. Euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag und hoffentlich sehen wir uns um 15 Uhr im Livestream. Bis dahin. Ciao, Leute.